Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Going Medieval. Ich habe uns jetzt hier schon mal ein bisschen weiter angezeichnet. Hinten Wände dran. Und oben ein Dach drüber. An dem Gebäude auch. Und hier habe ich überall Erdblöcke gemacht, dass sie die mal anbauen. Immer da, wo sie hier Pflanzen ernten müssen, habe ich einen freigelassen, sonst kommen sie da wieder nicht dran. Den Weg ist hier schon zum zweiten Gebäude gezogen. Hier fehlt dann noch das Dach. Da ich noch nicht weiß, ob wir es so längs machen oder quer. Aber ich denke, wir machen das vielleicht längs. Lassen wir mal laufen, die schlafen ja gerade. Hier hatte ich gedacht, ist unser erster Laden. Das ist oben. Ich habe da einen Weidezaun drum gestellt. Unten ist noch nichts drin. Das war vielleicht hier einen Waffenladen draus machen. Unten stellen wir Figuren auf und Schilde und so, Waffenstände und alles. Wir haben ja hier Schmiede haben wir. Ah, haben wir gar nicht. Holzwaffen. Bogenbauer. Holzarbeiten. Ist denn, gab es nicht noch einen Waffenmacher? Oh, wir können jetzt auch Spiegel herstellen. Streitkolben, Schwerter. Deko. Momentan sparen wir aber erstmal auf die Möbel. Können natürlich auch verpackte Mahlzeiten erstmal freischalten. Dann können wir hier auf verpackte Mahlzeiten umstellen. Kommt aber keine Johannisbeere, keine Gerste und kein Honig rein. So. Hier dann auch. Honig weg. Auch Honig, Gerste und Johannisbeeren machen wir Alkohol. Oh, hier auch. Dann haben wir hier noch eins. Honig raus. Holz raus. Und es bleiben Gerste. So.
Hier kommen verpackte Mahlzeiten hin. Stoff lagern war. Ja, wo lagern wir Stoff? Ah, der ist hier. Also nicht weit von der Küche entfernt. So. Warum liegt denn hier Sommerkleidung? Hauptsache lag hier einfach Kleidung rum. Aber es gab doch einen Waffenschmied, oder nicht? Nebelplatz. Nur die beiden Holz und Bogen? Holzwaffen und Bogenbauer. Ja, dann machen wir da jetzt einfach die Nähstube draus. So. Wir haben kein Holz. Hier stehen ja gerade Bäume. War alles abgeholzt? Hier ist ein Baum. Da ist ein Baum. Da sind Bäume. Wir könnten ja auch ein Feld mit Bäumen anlegen. Ich habe übrigens vergessen, Kräutersamen von einem Händler zu kaufen. Wir können keine Kräuter anbauen. So. Ja, es ist verrottet auf unserem... Wo denn? Gerste? Hier verrottet, oder? Unten? Wie kann die unten verrotten? Ah, kein Fußboden. Wir haben auch ein bisschen sehr viel Gerste, also. Wenn wir hier einfach Balken einziehen und hier noch mehr Gerste einlagern. Johannisbeeren haben wir auch ohne Ende. Honig haben wir ein bisschen. Bienenwachs haben wir ein bisschen. Ich hoffe, die kommen im Winter hinterher mit...
Fruchtsaft ist Honigwein geworden. Ja, das war schon mal gut. Honigwein. Oberwein. Dubioser Fusel. Das wird jetzt immerhin schön von unseren Hunden. Nach unten gebracht. So, ich habe die Samen alle hier hingelegt. Die wir nicht benötigen. Die einzigen halt, die wir noch benötigen, sind die Kräutersamen. So. Ich bin zum Entschluss gekommen, wir machen den Turm 3 hoch. Müssen dann nur sehen. Den Bogen hier unten lassen oder ob wir den lieber nach oben machen. Obwohl nach oben ja schicker aussieht, ne? Aber die können den nur von hier innen bauen. Das heißt, wir müssen eine Holztreppe hier hinsetzen und dann noch eine zweite und Holzboden. Weil eine Treppe, dann sind sie auf der Etage. Die können von unten, wenn sie daneben stehen. Müssen wir mal testen. Jetzt kommt ein Händler, das ist sehr gut. Ja, der kann sich auch gerne mal beeilen, wenn er möchte. So, Intellekt 33, den nehmen wir doch erstmal. Da, gehen wir mit dem Handeln. Wir brauchen Kräutersamen. Was ist das denn? Ufell. So. Ahorn. Birke. Gerste, grober Wein, Heilpaket, Honig. Kräuter. Das ist jetzt schlecht. Wir brauchen Kräutersamen. Das ist ja jetzt ärgerlich. Möchte der vielleicht Johannisbeeren haben? Davon haben wir zu viele. So, kann alle haben. Krass, gab zwei Ausrichtungen. Gerste ist schon wieder verrottet. Naja, da liegt jetzt auch noch kein Fußboden drin. Warum ist denn das verrottet? Ja, Bodentyp, okay. Ich habe vergessen, hier in den Raum den Boden einzuziehen, weil das ja nur eine Lagerfläche ist. Hier im Boden drunter. Ja, ne? Ein Steinboden, so wie es aussieht. So, dann kommt hier halt noch mehr Gerste hin. Gut,
Dann geht es jetzt hier vorne weiter, wo die natürlich nichts machen. Oh nein. Wie hat er das geschafft? Er hat sich schon wieder eingebuddelt. Ich bin ausgegangen, dass sie das von oben machen. Nicht sein Ernst. Was steht da? Wildschwein. So. Ist noch irgendeiner eingebuddelt? Ich hoffe ja nicht. Wie viel Lehm haben wir? 2400 Lehm. 1900 Lehmziegel. Und dann kommt hier noch eine Ebene weg und dann wird die wieder aufgefüllt. Dann können wir hier den Weg auch fertig machen. So. Ist hier irgendwo schon ein Dach drauf? So, das ist ja cool, dass man das jetzt anpassen kann. Was ist das denn? Das sieht ja schick aus. So. So. Das sieht mir aus wie eine Post, ne? So ein altes Postgebäude. Machen wir mal so. Weil schön wäre, wenn wir da jetzt Schlafzimmer einrichten könnten. Haben wir denn noch genug Erde? Ja. Das reicht noch. Also ich habe jetzt überlegt, anstatt eine Brücke, wir füllen das kleine bisschen hier einfach mit Erde auf. Können zwar hier noch nicht weiterbauen, aber naja. So. Hier sind die Nähplätze. Dann stellen wir da jetzt ein Regal rein. Für den Stoff. Da ist kein Fenster, oder? Doch. Da ist ein Fenster. Also hier hin. Dann können sie das also bauen. Wenn es gebaut ist, kopieren wir das. Und verteilen hier oben ein paar. Okay. Versehentlich Pause gedrückt. Und danach kommen hier unten noch vereinzelt welche hin und Waffenständer und Rüstungsständer. Also nur die Rüstungsständer und ein paar Regale. Da kann auch unsere Sommer- und Winterkleidung hängen. So, da ist ein Fenster. Dann lassen wir einen frei. Ja. So, und wenn sie das gebaut haben, stellen wir es ein und kopieren das auch. Erschöpft. Hat sich wieder einer eingebaut? Nein. Nötigter Alkohol. Komfort. Wie, warum ist denn jetzt alles... Ja, Unterhaltung bedürftig. Hä? Haben wir doch hier alles.
Ach, geht das nicht, weil die... Aber die gehen noch beten. So. Die Wände rücken zusammen. Was ist das für eine? Also Religion, gut. Angenehme Umgebung, aß an einem Tisch. Anständiges Mahl gegessen. Und ging... Er ist erschöpft. Jetzt so mitten in der Nacht, geh doch schlafen, ey. So. Hässliche Ausstattung. Ja, sind ja gerade dabei. Gut, das haben einige jetzt von denen. Was ist mit ihm los? Ich habe doch hier Backgammon-Tische. Oh, da reichen zwei nicht. Ausgehungert. Will er mich verarschen? Na gut, es kocht auch keine Sau, ne? Ups. So. Hier darf doch Nahrung rein. Aber wir haben keine Mahlzeiten, ne? Wir stellen mal zwei wieder um auf normale Mahlzeiten. Obwohl, wir haben so viel Johannisbeeren, kann er... Sie alles mit reinpacken. Nur den Honig nicht. So. Machen wir das hier auch. Da auch. Und da auch. Warum wird bei dem sehr durstig? Wir müssen hier einmal Alkohol lagern. So. Dann sollte jetzt hier immer Bier und Schnaps und so gelagert sein. Und der Rest müsste unten sein. Hey, wo ist er denn? Oh, nicht wahr? Wieso denn? Oh. Ach so, haben die hier unten fertig? Ne, haben sie nicht. Wird ja gar nichts gebaut. Der Fußboden ist gar nicht gebaut. Was machen die den ganzen Tag? Hier ist auch nichts gebaut.
Oh, einfach alles abholzen hier. Der Hund steht nur rum, oder wie? Ja, wo soll er jetzt? Ah, der Hund ist weg, gut. Also da kommen die aber hin. Was machen die denn den ganzen Tag? Machen wir so. Also. Wir müssen jetzt einmal kurz gucken, was besser aussieht. So, wenn du so zur Stadt reinkommst. Wäre oben schon besser. So. Komischerweise wird angezeigt, die können es bauen. Ja, wie geht das denn? Naja, wenn die meinen, das kann gebaut werden von da, ohne eine Konstruktion, schön wär's. Stehen jetzt die Nähplätze? Ne, stehen immer noch nicht. Kein Holz. Nicht sein Ernst. Viel schlimmer wie im Heu bis zum Abwinken. Neuer Händler, vielleicht haben wir da dann Glück. Der kommt von der Seite, okay. Intellekt 34, gut, geh mit dem Handeln. Müssen wir jetzt einfach mal abwarten, bis die hier was machen. Läuft zwar auf dreifacher Geschwindigkeit, aber... Echt jetzt? Die will mich doch verarschen. Ja, jetzt. Wir handeln, ey. Rottensamen. Kräuter. Herrgott, wir brauchen Kräutersamen. Wir haben auch keine Winterkleidung, ist gleich Winter. Ob man das einstellt oder peng, ne? Der hat einen Hund und einen Huhn. Abkaufen. Wir haben 18.000 Heu. So viel kann er nicht tragen. So. So viele neue Hunde her. Ja,
Katzen können wir erstmal. Nee, die Kuh nicht. Die Katze können wir zum Haustier machen, dann kann die hier Ungezieferkram machen. Den Esel auch. Dann haben wir hier noch einen Hund. Oh, zwei haben keinen Hund. Echt, jetzt muss ich mir die raussuchen, oder? Jetzt haben sie einen Hund. Transportiert auch keiner mal die Schlachtbank hier hin. Ach so, 28% reif erst. 19%. Weil wir haben irgendwie viel zu wenig. Viel zu viel von allem. Aber drei Bären gibt nur einen Strauch. Der hier gibt sieben. Also sind zwei Felder doch schon gut. Das hier, erste. Das hier, Gerste. Gerste. Die Gerste braucht man nun gar nicht. Ein paar Bäume weg. Was machen die den ganzen Tag? Oh nein. Die haben sie. Das ist nicht deren Ernst. Wenn man die nicht den ganzen Tag beaufsichtigt. Ach nee. Kacke. Haben die das denn gemacht? Kann nicht wahr sein. Muss ich dem jetzt eine scheiß Treppe bauen, nur weil er unfähig ist? Jetzt müsste nur noch einer die Treppe bauen. Ein Wunder, dass der so genervt ist. Echt mal, baut keiner oder was? Also,
Na, da kommt er. Echt jetzt? Ich baue ihm... Na. No. Mich verarschen. Ist der da hochgeglitscht? Ja, weil die können das von oben bauen. Keine Ahnung, wie das mal hinkriegen, sich da einzubuddeln. Nicht wahr sein. Das war wenigstens, warum es so langsam voranging. Also die muss man den ganzen Tag beaufsichtigen, wie kleine Kinder. Die völlig umsonst gebaut. So. Die machen an Sachen da. Immerhin haben wir jetzt angeblich genug Holz. Katze Hades ist gestorben. Super. Gerade wo wir sie trainieren wollten. Naja. Bisschen ärgerlich, dass Gerste so viel Heu abwirft. Können damit überhaupt nichts anfangen. Ja doch, hier für Qualitätsbetten brauchen wir Heu. Ja, wenn wir die Qualitätsbetten... Haben wir da noch gar nicht freigeschaltet? Ach so. Ah. Das sind die Tische. So. Können wir da unten wenigstens... Falsche Richtung. So. Also, wir haben jetzt Qualitätstische. Oder auch nicht. Kleiner Qualitätstisch. Ah, einen hinstellen. Die Tür. Nee. Da ist ein Fenster. So. Wir machen das anders. Warte, wenn das oben nur für Mitarbeiter ist. Oder? Stellen wir dann die Treppe? Oh. Stellen wir die Treppe dahin. So. Und
das wird entfernt. Wir haben kein Holz, weil... Keine Ahnung, wofür wird das benutzt? Hier ist sogar Holz ausgeschaltet. So, wofür benutzen die das ganze Holz? Verstehe ich nicht. Material, Rohmaterial. Wir haben 1800 Holz. Wieso sagt er, wir haben kein Holz? Aber wo liegt es? Also er zeigt 899 Holz an. Auf zwei Haufen. Ergibt gar keinen Sinn. Und wieso näht eigentlich keiner? Cool, war bei Kammer eingestellt. Auto speichern. So. Oh nee, warum? Nee, wie haben sie denn das jetzt? Liegt die auf der Treppe oder hinter der Treppe? Nee, echt jetzt, wie ist sie da hingekommen? Da wurde doch gar nichts. Wie ist sie denn da hingekommen? Wie hat die von der Kuh die Milch bekommen? Und ist da hingekommen. Ich habe keine Lust, wegen diesen Dödeln jedes Mal hier wieder alles abzureißen. Kann ja nicht wahr sein. Und so unfähig sein. Ja, dann reißt das da ab. Dämliche Kuh. Mich da verarschen. Ja, einen neuen hinsetzen. Ich habe keine Ahnung, wie die das geschafft hat. Jetzt kommen sie doch nicht mehr dran. Oh hier, ey, das ergibt alles gar keinen Sinn. Gut. Ah. Sie bauen mal was. Ich gehe kaputt. So. Oh, können sie herstellen. Winterkleidung. Bei dem da. Warum liegt denn jetzt hier ein... Sie wollen mich verarschen. So, alles entfernen. So. Da kommt einer hin. So. Ja, und unten
wollte ich eigentlich erst einen Tisch hinstellen. Der ist ein zu groß. Der ist ein zu klein. So geht schon. Dahinter ein Stuhl. Ich weiß, die Folge hat ein bisschen Überlänge jetzt, aber Eisen, ja, ist klar. Holzstuhl ist der beste. In welche Richtung steht denn der jetzt? So. Hier so einen kleinen Tresen. So. Dann kommen jetzt hier. Ach, haben sie schon gemacht. Das ist aber sehr nett. Kriegsführung nicht. Kopfbedeckung ja. Hier kommt Kappe. Und Winterkleidung. Oh nein. So. So. Hier überall Essen rum. So. Was muss denn eigentlich in der Werkstatt noch so rein? Werkzeugwandregale. Bücherwandregal. Zählt denn das zu? Werkzeug, Bandregal. Achso. So. Eine Waffenhalterung brauchen wir nicht, ist ja kein Waffenladen. Aber hier gab es doch. Windmontierte Waffenhalterung. Ja, den brauchen wir eigentlich auch nicht. Da sieht die schick aus. Wir können da ja mal einfach eine hinhängen. Echt, wir haben zu viel Nahrung. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Ja. Gammelt uns jetzt hier oben zwar die Nahrung weg, aber können wir jetzt auch nicht ändern. Okay, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wir konnten immerhin den Nähplatz einrichten. Also das Klamottengeschäft. Ich meine, hier gab es auch Schild. Wo war denn das jetzt? Da.
ist ja cool. Da können wir jetzt was draufschreiben. Cool. Das ist ein Klamottenladen. Ja. Boutique, Kleidung, keine Ahnung. Mal überlegen. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mit vielleicht einem Namen. Wenn ihr einen guten habt, schreibt ihn gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten. Bis dann.